Moinsen Guys und damit herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal und heute schauen wir uns an, ob Christian Pulisic Champions League Karte sich lohnt. Road to Champions League, Dortmund ist ja leider rausgeflogen aus der Champions League. Wir sehen Pulisic Karte im Hintergrund mit 94 Pace, 88 Dribbling und 76 Schuss. Von dem kann man sich auf jeden Fall einiges erwarten, kostet auch nur auf dem Transfermarkt 15k seit dem Ausscheiden von Borussia Dortmund. Und nebenbei werden wir heute noch den 6. Spieltag der Mai League spielen gegen den Gaming Daniel. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei den Pferd beim Gegner. Spielt wieder Weekend League, dieses Wochenende Gold 3 erreicht. Deswegen heißt es in den Schwitzermodus übergehen und erfolgreich dieses Spiel bestreiten. Er spielt natürlich mit seinem gewohnten Team, nämlich mit Chloe wird vorne drin. Und Douglas Costa und Dembele auf Außen hat uns im Hinspiel auf jeden Fall schon Schwierigkeiten bereitet. Und wir sind gewarnt vor ihm und ich hoffe, wir können dieses Spiel für uns entscheiden. Wird eine harte Angelegenheit und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Spiel. Und wir sind mit Alphonso Davies wieder dazwischen. Und jetzt schicken wir außen Pulisic. Oh, eine Riesenmöglichkeit in den Anfangsminuten für uns hier durch Christian Pulisic. Aber wir müssen dranbleiben an ihm. Ah, nächste Möglichkeit, Klose, aber wieder ist sein Keeper zur Stelle. Weiter Druck machen heißt es jetzt hier. Und möglichst bald die Führung erzielen. Oh, Maximilian Philipp, nächste Möglichkeit am Tor vorbei. Wischen. Und da sind wir jetzt mit Alphonso Davies und da ist das, nein, und da ist es nicht, wir treffen den Ball nicht ins Tor, oh meine nächste dicke Möglichkeit, jetzt vielleicht, und Latte, Lattentreffer, jetzt, och, ich treffe das Tor nicht, ey, unglaublich. Jetzt aber Klose, oh, das gibt's nicht, 20 Minuten, wir haben die dicksten Chancen aller Dixien, ey, oh Mann, ey, mein Gott, man kennt's. War im Hinspiel schon so gegen ihn und ist jetzt auch wieder so. Jetzt vielleicht, oh ja, da ist er, jetzt ist er, das setzen wir nach mit Christian Pulisic und zum verdienten 1:0 nach 24 Minuten gibt es nichts dran zu rütteln, eindeutig bessere Mannschaft sind wir hier und führen jetzt verdient nach 24 Minuten mit 1:0 in diesem Spiel. Vielleicht über Pulisic, oh, nächste Glanztat von seinem Keeper. Och, und die erste Chance von ihm im Spiel und er macht ihn rein, ey. Lächerlich, lächerlich dieser Ausgleich, ey, ich krieg die Krise. Erste Chance von ihm und er macht ihn eiskalt rein, ey, muss groß, Jungs. Och, Mann, oh Mann, du. Macht den rein, och, das gibt es nicht. Ach, meine Fresse. Schmeichelhaftes Unschieden für ihn hier. 14:1 Schüsse. Und es steht 1:1, Alter. Muss fucking groß, ey. Scheiß die Wand an. Jetzt. Alter. Mein Gott, ey. Zweite Hälfte spielen wir echt nicht gut, ey. Och, das gibt es einfach nicht. Nein! Alter, nein, ey. Und damit geht dieses Spiel 1:1 aus, ey, wie lächerlich, ey. 17 Chancen, ey, in der zweiten Hälfte, aber nicht mehr gut gespielt. Oh, leck mich, ey, diese Chancen, die wir vergeben haben, leck mich am Arsch. Und dann geht dieses Spiel 1:1 aus. Fuck. Und damit würde ich sagen, was ist mit diesem Scheißspiel? Wir sind raus.
EA wollte mal wieder nur, dass wir gewinnen. Ey, das ist unglaublich, dieses Spiel. Jungs, am Ende vom Video sind wir jetzt noch bei der Bewertung von Christian Pulisic angekommen. Christian Pulisic hat sich solide spielen lassen. Allerdings ist er vor dem Tor, genauso wie seine Mitstreiter Miroslav Klose und die anderen Außenbahnspieler, ein Chancentod. Das hat man in gewissen Situationen auf jeden Fall im Video gesehen. Er hat zwar ein Tor gemacht, aber allerdings merkt man seine 76 Schuss doch sehr deutlich, aber für 15k kann man da nichts sagen. Er ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung meiner Meinung nach. Für 15k kann man, wie gesagt, nichts falsch machen. Er hat ein gutes Tempo, das merkt man schon auf außen, dass er auch mal dem einen oder anderen wegläuft, aber im Abschluss ist er halt jetzt nicht der Beste. Aber für mich ist er, wenn man bewerten würde, von 10 Punkten würde ich ihm eine 7 geben. Solider Außenbahnspieler, guter Preis, allerdings mit schlechtem Abschluss, was man auf den Außen heutzutage doch braucht in FIFA. Und das war's dann mit dem Video, würde ich sagen. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Spieltag der Mai League und dann zur nächsten Bewertung eines Spielers gegen den FIFA Rex. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie wir uns da schlagen werden. Wird eine harte Angelegenheit. Im Hinspiel haben wir ja sehr unglücklich 4-2 verloren. Aber ich würde sagen, wir nehmen den Kampf an und werden dieses Spiel hoffentlich erfolgreich bestreiten.